Hallo meine Lieben, da bin ich wieder, ja, endlich wieder zu Hause und vor diesem Video habe ich ja schon mein Reisebericht-Video hochgeladen, also da könnt ihr quasi sehen, was ich in den vergangenen 3 Tagen gemacht habe, als wir oben in Schweden waren. Und ja, wir sind wieder zu Hause und heute Morgen hatte ich dann auch eine Karte vom Paketboten im Briefkasten und endlich ist eine meiner Lieferungen angekommen. Shake it. und zwar ist es das Paket von CD Japan. Ja, Zoll durfte ich auch noch dafür bezahlen, 17,22 € und ja. Wäre auch sehr nett gewesen, Herr Paketbote, wenn er das auf der Karte vermerkt hätte. Ich habe das erst erfahren, als ich dann hier bei unserer Poststelle das abgeholt habe. Aber ist ja egal. Ich reg mich da jetzt auch nicht großartig drum oder drüber auf. Ich bin froh, dass endlich ein Paket hier ist. Ich muss dazu nochmal sagen, dieses Paket war eigentlich schon am 11. September hier in Deutschland angekommen und lag die ganze Zeit beim Zollamt am Frankfurter Flughafen rum und ist am Dienstag, also am 29. dann endlich hier angekommen. Lieber Zoll, mal ganz ehrlich, ne? Aber gut. Zücken wir einfach mal den Cutter und machen das gute Stück auf und ja, also hier ist kein Anime oder irgendwie sowas drin, sondern es handelt sich wirklich mal wieder ausschließlich um K-Pop-Sachen. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon an dem Videotitel gemerkt und so. Eines musste man dem Zoll ja lassen, wenn er das Paket aufgemacht hat, sie kleben es ja wirklich gut wieder zu, also da ist so viel Klebeband drumherum und ja, es ist offen. Es ist offen. Okay, was haben wir denn? Erst einmal grünes Papier. Grünes Papier und ja, da ist die erste Lieferung. Und gut, ich sage mal, ich mache einfach mal die Luftpolsterfolie ab. Und dann, das ist noch alles extra eingepackt und okay. Gut, einmal Luftpolsterfolie und noch einmal Luftpolsterfolie. Aber das muss ich ja lassen, auch CD Japan oder CD Japan, wie auch immer, packt die Sachen wirklich immer wunderbar ein. Und das finde ich richtig, richtig klasse. Okay, und dann geht es natürlich auch daran, was haben wir denn hier wieder einmal? Okay, erst einmal haben wir eine CD, und zwar von Boyfriend, Überraschung. Und zwar ist es die 7th Mission CD. Und zwar ist das das erste japanische Album, was sie rausgebracht haben. 11 Tracks sind hier drauf und eine DVD ist auch noch mit dabei. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was auf der DVD ist. Es gibt 2 Versionen von diesem Album. Und zwar gibt es einmal Version A und einmal Version B. Und beide haben irgendwie eine DVD dabei, aber die DVDs sind immer unterschiedlich. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Version das hier jetzt war, ob das A oder B war. Ich glaube, das ist Version B, weil Version A war irgendwie extrem teuer. Ich weiß auch nicht warum, aber gut. Including 4 Hit Singles, ja, ich weiß. Aber ey, Cover finde ich jetzt schon mal sehr genial. Smart im Anzug. 1A. Okay, ich sag mal so, ich werde die ganzen Sachen, glaube ich, mal einzeln auspacken, also für jedes einzelne Unboxing machen, sonst wird das hier ein bisschen zu lang. Und dann habe ich noch, 2 Singles, es ist im Grunde dieselbe Singles, aber 2 verschiedene Versionen von einer derselben Single. Und zwar ist es My Avatar, das ist eine von den Singles vom 7th Color, von einem 2. japanischen Album von Boyfriend. Und zwar habe ich einmal hier Version A und dann natürlich auch Version B.
Ich weiß jetzt hier auch nicht, wo genau der Unterschied ist. Also bei Version A steht jetzt hier DVD, My Avatar Music Video und Dance Version. Okay. Und hier Version B, die DVD Boyfriend No und irgendwas in Kanji. Auf jeden Fall was anderes ist da auf der DVD. Und was ich cool finde ist, Vorder- und Rückseiten passen auch perfekt zusammen. Also einmal beide hier, einmal die weißen Outfits aus dem Video und dann auf den Rückseiten einmal die schwarzen Outfits aus dem Videoclip. Was ich sehr, sehr cool finde. Gut, die werde ich glaube ich zusammen in dem Video auspacken, weil bietet sich an. Und dann habe ich noch ein Mini-Album und zwar nicht von Boyfriend, sondern das ist das Mini-Album von High 4. First Mini-Album Hi Hi. High 4 sind auch eine K-Pop-Band, die letztes Jahr, glaube ich, erst ihr Debüt hatten. Und ich bin auch durch YouTube auf die 4 gestoßen und zwar erstmal durch ihre Vorstellungsvideos, die sie gemacht haben. Das ist ja in Korea üblich. Also jede Band macht auch Videos von sich, um sich irgendwie vorzustellen. Bevor überhaupt irgendwas rauskommt, also bevor überhaupt Alben oder Singles oder Videos oder sonst so herauskommen, gibt es immer erst so Introduction. Und das ist das erste Mini-Album. Und ja, wie gesagt, ich habe die Vorstellungsvideos gesehen und ich habe auch die Musikvideos gesehen und muss sagen, ich fand die vier Jungs super klasse. Also mag ich sehr und die brauchen definitiv mehr Aufmerksamkeit. Also ich finde die richtig klasse und hier sind 6 Tracks drauf und ihr könnt es an dem Format wahrscheinlich schon erahnen. Hier ist natürlich auch wieder das dicke Fotobuch mit drin und ja. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal auf ein extra Unboxing-Video freuen. Und ich glaube, ich mache das am besten alles heute, weil ich bin eh soweit mit allem auch hier zu Hause durch. Und mein Schatz muss heute eh lange arbeiten. Das heißt also vor 5:30, 6 ist er eh nicht zu Hause. Und ja, also einmal das erste Mini-Album von Hi 4. Bin ich sehr gespannt drauf, was da alles drin ist. My Avatar von Boyfriend, Version A und Version B. Und es gibt übrigens auch noch eine einfache Version davon, also ohne DVD, sondern also quasi einfach nur die CD-Single. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich die jetzt auch noch kaufe, aber wahrscheinlich bin ich so verrückt und tu das. Und das erste japanische Album, 7th Mission. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Ich kenne einige von den Songs, die da drauf sind, schon. Von den Videoclips halt, von YouTube her. Bin aber halt auch auf den Rest gespannt. Und ja, das wird bestimmt schön. Okay, also so viel erstmal zu meinem Unboxing. Ich bin so happy, dass die Sachen endlich da sind. Und ja, ich denke mal, dass die beiden anderen Pakete, auf die ich noch warte, aus Korea, wahrscheinlich auch noch irgendwo beim Zoll hängen und das wird wahrscheinlich genauso lange dauern, wie das hier gedauert hat. Also, leiden, okay, aber was hilft es? Ich bin auf jeden Fall schon mal happy, dass das Paket von CD Japan da ist und ja, wie gesagt, ich setze mich jetzt einfach mal ran und mache dann auch gleich noch die extra Einzel-Unboxings mit ein bisschen Review und alles. Und ja, warum nicht heute auch nicht Videos machen? Ich habe ja ein bisschen was aufzuholen. Okay, meine Lieben, danke fürs Zugucken beim Unboxing. Und wie gesagt, wir sehen uns dann zu den separaten Unboxings auch hier in der K-Pop-Playlist. Also bis dann erstmal, meine Lieben.